Als wichtigste Diodengleichrichterschaltung am dreiphasigen Netz möchte ich jetzt die B6-Schaltung betrachten. Das heißt, die ist hier links mal dargestellt. Wir haben drei Halbbrücken aus jeweils zwei Dioden hier angebracht. Das heißt, die Dioden D1 bis D6. Diese sind jeweils an den Außenleitern des Netzes angeschlossen. Das heißt, ich habe hier L1, L2, L3, die Außenleiter meines Drehstromnetzes, und dann hätte ich hier zum Beispiel die Standpunktspannung U1, U2, U3, die ein symmetrisches Drehstromsystem bilden. Und wir wollen jetzt zunächst den ersten Fall betrachten, den einfachsten Fall für diese B6-Brückenschaltung, dass wir hier einen Lastwiderstand anschließen, und damit ist dann unsere Ausgangsspannung die Spannung über diesem Lastwiderstand. Ähnlich wie bei der B2-Schaltung wollen wir jetzt auch bei dieser B6-Schaltung von dieser alternativen Darstellung hier rechts ausgehen. Das heißt, hier rechts dargestellt ist dasselbe Schaltbild, was wir links haben. Das heißt, wir haben ja auch die Spannung U1, U2 und U3. Aber wir haben jetzt hier zur Verdeutlichung nochmal dargestellt, dass jetzt die Dioden D1, D3 und D5 hier einen gemeinsamen Kathodenanschluss an der Last haben. Und die Dioden D4, D6 und D2 einen gemeinsamen Anodenanschluss an der Last. Das hat zur Folge, dass wir hier durch die Dioden D1, D3, D5 immer nur einen Stromfluss von links nach rechts kriegen können. Das heißt, der Strom in der Last, der hier oben rausfließt, muss immer, wie hier eingezeichnet, physikalisch in diese Richtung fließen. Bedeutet, wir schalten hier oben immer mit einer dieser Dioden den Pluspol durch, und hier unten sehen wir, die Dioden haben die Anode rechts an der Last, also kann hier der Strom natürlich bloß in diese Richtung fließen. Diese Dioden werden den Minuspol durchschalten, das heißt, die Ausgangsspannung UA wird positiv sein, hier vom oberen zum unteren Anschluss. Und was jetzt sozusagen die Schaltung ausmacht, ist das Schaltverhalten, wie jetzt diese Dioden schalten. Und ähnlich wie bei der B2-Schaltung betrachten wir jetzt diese drei Punkte hier, A, B und C, beziehungsweise die Außenleiter L1, L2 und L3, und die Potentiale an diesen Punkten entscheiden jetzt, welche dieser Dioden jeweils leitend sein werden. Das heißt, von der oberen Diodengruppe hier, D1, D3, D5, wird immer diejenige leiten, wo wir das höchste Anodenpotenzial haben. Das heißt, dort müssen wir gucken, bei den Außenleitern L1, L2, L3 über die Netzperiode, wo haben wir den höchsten Momentanwert der Spannung, über die gesamte Netzperiode natürlich verteilt. Und bei der Gruppe aus D4, D6, D2 werden wir jeweils hier die Diode leitfähig haben, die das niedrigste Kathodenpotenzial jeweils an dem Außenleiter hat. Und so kann man sich dann die Schaltzustände der B6-Schaltung über eine Netzperiode ableiten, was wir jetzt auch tun wollen. Das heißt, wir schauen jetzt diese Schaltung an. Ich habe hier links nochmal die Schaltung dargestellt, rechts jetzt die Spannung. Das heißt, die Standpunktspannung von unserem Drehstromnetz U1, U2, U3. Und jetzt können wir betrachten, welche der Dioden hier jeweils leiten werden und welche Ausgangsspannung sich einstellt. Tatsächlich beginnen wir unseren Betrachtungszeitpunkt hier, wo die Spannung U1 am Leiter L1 beginnt, den höchsten Momentanwert anzunehmen. Das heißt tatsächlich, hier zu diesem Zeitpunkt wird der Momentanwert am Außenleiter L1 bzw. am Punkt A der größte sein gegenüber den Momentanwerten an L2, L3, an diesen Punkten B und C. Das heißt, hier in diesem Zustand, solange jetzt U1 größer ist als die beiden anderen Spannungen U2, U3, wird jetzt die Diode D1 leiten. Das heißt, wenn wir hier einzeichnen, können wir sagen, okay, tatsächlich hier in diesem Bereich ist die Außenleiterspannung an L1 die größte. Also muss hier die Diode D1 leiten für diesen Abschnitt der Periode, der ein Drittel der Gesamtperiodendauer ist. Das heißt, hier hätten wir eine Dauer Drittel bzw. 2π Drittel, wenn wir uns auf die Kreisfrequenz beziehen würden. Was passiert jetzt als nächster Schaltvorgang? Wir müssen immer gucken, wann kriegen wir sozusagen hier einen Übergang, dass eine Spannung entweder größer oder kleiner wird. In diesem ersten Intervall, das erste, sagen wir, Sechstel der Periode, was wir haben, das bis hierhin geht, ist jetzt die Spannung am Außenleiter L1 die größte, aber die Spannung am Außenleiter L2 die mit dem niedrigsten Momentanwert in diesem Intervall. Das bedeutet, dass jetzt hier die Diode, die an dem Außenleiter L2 hängt, in diesem ersten Schaltzustand leiten wird. Und dann schauen wir, welche hängt dort dran. Hier ist der Außenleiter L2, das ist der Punkt B. Und dort ist mit der Kathode die Diode D6 angeschlossen. Und wir hatten gesagt, von dieser unteren Diodengruppe leitet immer die mit dem niedrigsten Kathodenpotenzial. In diesem Intervall der Dauer T-Sechstel
ist also zunächst das Kathodenpotential an der Diode D6 das niedrigste. Also wird diese Diode hier jetzt leiten in diesem Intervall. Tatsächlich war auch vorher schon diese Spannung an dem Anschluss B am Außenleiter L2 die niedrigste. Also hat vorher bereits diese Diode D6 geleitet bis zu diesem Zeitpunkt jetzt, wo die Außenleiterspannung am Leiter L3 negativer wird als die am Außenleiter L2. Das heißt, zu diesem Zeitpunkt, ein Sechstel der Periode nach unserem ersten Schaltvorgang, wird jetzt die Spannung am Außenleiter L3 am Anschluss C negativer als die am Anschluss B. Und wir kriegen einen Stromübergang von der Diode D6 auf die Diode D2. Weil jetzt die Diode D2, die hier am Anschluss C ist, die ist, die das niedrigste Kathodenpotential hat. Das heißt, man sagt doch, der Strom kommutiert hier von der Diode D6 auf die Diode D2 und wird jetzt für das nächste Drittel der Periode über die Diode D2 fließen im unteren Zweig. Dazwischen kriegen wir aber wieder hier oben einen Wechsel des Außenleiters mit dem höchsten momentanen Wert der Spannung. Das heißt, hier wiederum ein Sechstel später oder nach T Drittel kriegen wir den Fall, dass jetzt der Außenleiter L2 den höchsten momentanen Wert der Spannung hat und damit die Diode, die am Außenleiter L2 bzw. hier an den Punkt B angeschlossen ist, mit der Anode den Strom übernehmen wird. Das heißt, zu diesem Zeitpunkt geht der Strom über von der Diode D1 auf die Diode D3, die das im Anschluss B ist, und wird jetzt hier auch wieder für ein Drittel der Periode über diese Diode fließen. Und entsprechend können wir dieses Spiel fortsetzen für die anderen Dioden, die hier drin sind. Das heißt, wiederum ein Sechstel der Periode später kriegen wir den Fall, dass jetzt hier die Außenleiterspannung am Punkt C, die Spannung am Außenleiter L3 nicht mehr die negativste ist, sondern dann die Außenleiterspannung am Punkt A, die Spannung L1. Das heißt, dann kriegen wir dort den Übergang, dass jetzt hier die Außenleiterspannung von L1 sozusagen über die untere Diodengruppe durchgeschaltet wird. Es leitet jetzt die Diode D4. Ein Sechstel der Periode später haben wir wieder den Wechsel hier bei den positiven momentanen Werten. Das heißt, es schaltet dann hier oben um die Diode D3 auf die Diode D5 und dann zum Abschluss der Periode, sozusagen der letzte Schaltvorgang, den wir hier haben, das ist nämlich schon das Intervall, was wir auch hier vorne hatten, dort kriegen wir den Umschaltvorgang, das ist jetzt die Außenleiterspannung am Punkt B, das heißt die Spannung an L2 negativer wird als die an L1 am Punkt A und damit die Diode D6 letztlich einschalten wird und wir dann also hier diesen Stromübergang haben, dass jeweils eine Diode für ein Drittel der Periode leitend sein wird und nach jedem Sechstel der Periode sozusagen ein Umschaltvorgang stattfindet. Und wenn man sich jetzt anguckt, wie entsteht jetzt daraus die Ausgangsspannung, haben wir ja bisher nur geklärt, sozusagen welche Schaltzustände wir haben. Das ist auf der nächsten Seite hier auch nochmal dargestellt. Das heißt, das haben wir hier dargestellt, nacheinander sozusagen die sechs Schaltzustände. Deswegen sind die Dioden auch so benannt, wie sie benannt sind, dass die in der Reihenfolge ihres Einschaltens ihre Nummerierung erhalten haben. Das heißt, zuerst im ersten Schaltzustand wird die Diode D1 leiten. Ein Sechstel der Periode später wird dann die Stromkommutierung von D6 auf D2 stattfinden. Das heißt, das ist dann die zweite Diode hier rechts unten, die einschaltet. Ein Sechstel der Periode später wird dann der Strom von D1 auf D3 umschalten. Deswegen heißt die Diode D3 und so weiter. Das heißt, hier sind mal diese sechs Schaltzustände und die einzelnen Stromflusspfade dargestellt. Man sieht hier vielleicht sehr schön, dass wir sozusagen ein periodisches Umschalten hier kriegen. Das heißt, je nach den momentanen Werten der Spannung an unserem Drehstromnetz werden jetzt unterschiedliche Kombinationen von Dioden leiten. Aber man sieht sehr schön, in der oberen Diodengruppe leitet jeweils immer bloß eine Diode, genauso wie in der unteren Diodengruppe. Und wir haben also hier dann sechs unterschiedliche Schaltzustände während einer Netzhalbwelle. Jetzt gucken wir uns noch an, wie können wir die Ausgangsspannung konstruieren. Tatsächlich können wir uns Folgendes vorstellen. Die obere Diodengruppe schaltet jetzt jeweils die Spannung mit dem höchsten Potential durch. Das ist hier mal
unten dargestellt. Das heißt tatsächlich, wenn wir uns auf den Neutralleiterpunkt beziehen, können wir sagen, hier haben wir einen Punkt H, also für High, die hohe Spannung, wo wir bezogen auf den Neutralleiter eine Spannung UHN kriegen, und zwar die einhüllende dieses oberen Verlaufes. Das ist die Spannung, ich meine so gestrichelt, die diese obere Diodengruppe durchschaltet. Umgekehrt, die untere Diodengruppe, bestehend aus D2, D4 und D6, schaltet sozusagen die Hüllkurve der negativen Spannung durch. Auch wiederum, wenn wir jetzt hier den Anschluss mit L bezeichnen, bezogen auf den Neutralleiter, die Spannung ULN mit dem negativsten Potential, das ist dann hier diese untere Kurve, wie es dargestellt ist. Und die Ausgangsspannung ist jetzt nach der Maschenregel, hier eine Masche einzeichnen, die Differenz UHN minus ULN. Das heißt eigentlich hier zu jedem Zeitpunkt der Abstand zwischen diesen beiden Kurven, UHN minus ULN, zu jedem Zeitpunkt ist der Abstand zwischen diesen beiden Kurven, und das ist dann hier oben dargestellt. Das heißt, wenn wir das jetzt mal rot markieren, die Ausgangsspannung ergibt, die sich aus der Differenz der Spannung, die die obere und die untere Diodengruppe durchschalten, und wir kriegen dann hier, weil da die Schaltvorgänge versetzt um jeweils ein Sechstel der Periode stattfinden, jetzt hier 6 maxima während einer Periode der Netzfrequenz, und die Spannung ist natürlich auch größer als jetzt hier der Maximalwert dieser Einzelspannung, dieser Sternpunktspannung. Das wären in unserem üblichen dreiphasigen Netz in Deutschland die Wurzel 2 mal 230 Volt, also 325 Volt, und kriegen dann hier tatsächlich um den Faktor Wurzel 3 multipliziert mit diesem Spitzenwert eine größere Spannung, weil wir tatsächlich in Anführungszeichen die Außenleiterspannung gleichrichten, aber wir kriegen jetzt hier 6 Impulse pro einer Periode der Netzfrequenz, und damit haben wir, wie der Name auch sagt, diese sechspulsige Brückenschaltung. Jetzt möchte ich hier noch kurz auf die Stromverläufe eingehen bei dieser ohmschen Last. Das heißt, hier links ist nochmal die Schaltung dargestellt. Tatsächlich haben wir hier einen Lastwiderstand. An diesem Lastwiderstand wird natürlich, wenn eine Spannung abfällt, ein Strom durchfließen. Das heißt, wir haben einen Strom IR, der nach dem ohmschen Gesetz UA durch R ist. Das heißt, tatsächlich, wenn wir jetzt hier die Ströme in den Dioden betrachten wollen, können wir das zurückführen auf den Strom, der durch die Last fließt, weil ja die Dioden sozusagen bloß abwechselnd den Laststrom durchschalten. Das heißt zum Beispiel, die Diode D1, wenn wir den Strom ID1 betrachten, die führt während der Dauer T-Drittel, das war ja der Beginn unseres Betrachtungszeitpunkts, dieser erste Schaltzustand, führt die den Strom, aber wir kriegen ja sozusagen zwei Impulse. Der erste Impuls, wenn die Diode D1 einschaltet und vorher die Diode D6 der unteren Gruppe leitend war, und der zweite Impuls entsteht, wenn dann hier im unteren Zweig der Strom von der Diode D6 auf die Diode D2 wechselt bzw. kommutiert, und dann ist das dieser Stromverlauf. Das heißt, die Diode ist für ein Drittel der Periode jeweils stromführend und für zwei Drittel der Periode ist sie stromlos. Wenn wir jetzt tatsächlich zum Beispiel den Strom I1 hier in der Quelle betrachten würden, setzt sich dieser Strom zusammen immer aus dem Stromverlauf von zwei Dioden. Das heißt, I1 wäre hier ID1 minus ID4. ID4 könnten wir uns konstruieren. Das ist derselbe Stromverlauf wie ID1, nur zeitlich verzögert. Dazu hier mal folgende Darstellung. Das heißt, hier ID2 ist um ein Sechstel der Periode verzögert gegenüber ID1, ID3 wäre dann um zwei Sechstel verzögert und ID4 um drei Sechstel. Das heißt, tatsächlich würden wir einen Stromverlauf kriegen, wenn ich hier ID4 einzeichne, der so gestrichelt aussieht, auch wieder für ein Sechstel der Periode an dieser Stelle leitend ist und wir wieder diese zwei Impulse im Stromverlauf drin kriegen. Wenn wir jetzt den Netzstromverlauf konstruieren wollen, dann sagt uns die Knotenregel an diesem Punkt A, I1 ist ID1 minus ID4. Das heißt tatsächlich, der Netzstrom I1 hätte jetzt folgenden Verlauf. Der setzt sich zusammen aus dem Strom ID1 und dem Stromverlauf minus ID1. Während wir also die Diode D1 leitend haben, haben wir so einen positiven Netzstromverlauf. Dann ein Intervall für ein Sechstel der Periode, wo dieser Strom 0 wäre. Das heißt hier ein Drittel der Periode 1, ein Sechstel der Periode 0. Und danach hätten wir den Verlauf, wo wir wieder diese zwei Impulse kriegen, den Stromverlauf, der vorgegeben wird durch minus ID4, wieder mit diesen zwei Impulsen. Und dann wieder ein Abschnitt, ein Sechstel der Periode, wo das 0 ist. Und dann würde hier wieder ein positiver Strom fließen. Das heißt tatsächlich sehen wir, wenn wir das hier betrachten,
diese B6-Schaltung, anders als am einphasigen Netz, die B2-Schaltung wird bei ohmscher Last hier einen nicht sinusförmigen Stromverlauf zur Folge haben und deswegen sozusagen als Schlussfolgerung, der Leistungsfaktor wird hier auch wiederum kleiner als 1 sein, weil dieser Stromverlauf hier nicht rein sinusförmig ist in diesen einzelnen sinusförmigen Spannungsquellen. Ähnlich wie bei den einphasigen Schaltungen können wir natürlich auch die B6-Schaltung mit einem Ausgangskondensator versehen. Das heißt, wenn wir zum Beispiel einen Frequenzumrichter hätten, wäre das dieser Zwischenkreiskondensator vor dem Wechselrichter, wo wir eine konstante Gleichspannung erzeugen wollen. Und dann hätten wir natürlich hier auch wieder die Folgen, dass wir eine impulsförmige Stromaufnahme im Netz kriegen. Tatsächlich ist es so, wir sehen hier, nochmal zurückgehen, selbst ohne einen Kondensator am Ausgang würden wir selbst für den Fall ohmscher Last hier bereits eine Spannung kriegen, die eine relativ gute Gleichspannung ist, vergleichsweise kleine Welligkeit hat. Das wäre der Mittelwert hier, UR Average. Und man könnte jetzt sagen, okay, für ohmsche Last brauchen wir eigentlich keinen Kondensator. Wenn wir aber wieder eine leistungselektronische Schaltung haben, wie zum Beispiel einen spannungsgespeisten Wechselrichter, benötigen wir einen Kondensator, damit dieser die Impulsströme liefern kann, die dort dann in den geschalteten Leistungshalbleitern entstehen. Und dann haben wir auch sozusagen bei der B6-Schaltung häufig diese kapazitive Glättung. Und wenn man das betrachtet, sind dann jetzt hier mal die Spannung dargestellt. Das heißt, ich habe hier oben die Ausgangsspannung UA. Na, die wird jetzt etwas geglätteter sein. Das heißt, wir kriegen hier wieder so Kondensator-Entlade-Verläufe. Tatsächlich, auf den ersten Blick sehen wir jetzt keinen so großen Unterschied, aber es wird der gleiche Effekt sein wie bei der einphasigen Schaltung. Das heißt, in einem kurzen Abschnitt um den Netzscheitelwert herum wird jeweils ein Strom durch den Brückengleichrichter fließen, um den Kondensator aufzuladen. Danach entlädt sich der Kondensator, aber weil jetzt diese Intervalle, wo sich der Kondensator entlädt, jeweils bloß ein Sechstel der Periode sind, nimmt der Strom nicht sehr stark ab. Das heißt, hier als Beispiel ist mal eine Außenleiterspannung U1,2 dargestellt. Das wäre jetzt hier diese Spannung als Differenz zwischen dem Außenleiter L1 und dem Leiter L2. Und sehen, okay, wir kriegen ja tatsächlich sozusagen eine Spitzenwertgleichrichtung auf diesen Spitzenwert der Außenleiterspannung. Das heißt, auf Wurzel 3 mal UM, diesen Maximalwert, wird jetzt hier der Kondensator aufgeladen. Wenn wir jetzt die Stromverläufe betrachten, dann sehen wir tatsächlich, in jeder Netzzuleitung kriegen wir so 2 Impulse. Ja, tatsächlich hatten wir den Verlauf für ohmsche Last betrachtet und hatten gesagt, okay, diese beiden Impulse stehen jeweils dadurch, dass jetzt hier zunächst sozusagen D1 den Strom übernimmt und D6 und dann beim Umschalten, wenn D6 ausschaltet und dafür die Diode D2 einschaltet, kriegen wir durch diesen Umschaltvorgang diesen zweiten Stromimpuls. Das gleiche entsteht natürlich, wenn wir hier eine kapazitive Glättung haben, hier jetzt wieder mit einer Netzinduktivität dargestellt, weil im realen Netzen haben wir natürlich durch die Zuleitung bedingt immer eine gewisse Induktivität, deswegen hier keinen ganz so starken sprungförmigen, sondern langsameren Anstieg. Und dann passiert Folgendes, hier vorne wird die Spannung U1, die werden mit dem höchsten Momentanwert, das heißt, wir kriegen dort ein Aufladen, dass hier kurzzeitig der impulsförmige Strom über die Diode D1 fließt, bis wir sozusagen beim Scheitelwert der Spannung U1 sind. Das heißt, hier haben wir Stromfluss über D1 und D6, einen Impuls. Jetzt kriegen wir aber einen zweiten Impuls, wenn wir den Übergang kriegen bei der unteren Diodengruppe, dass jetzt hier die Diode D6 nicht mehr die Diode ist mit dem niedrigsten Kathodenpotenzial, sondern die Diode D2. Ja, und wenn dann hier bei der unteren Gruppe sozusagen im Bereich des negativen Scheitelwertes der Spannung am Leiter L3 wir sind, werden wir auch hier wieder ein Einschalten dieser Diode D2 kriegen und das verursacht dann diesen zweiten Impuls. Das ist so der typische Verlauf, den man beim ersten Mal sonst nicht erklären kann, wenn man so eine dreiphasige Gleichrichterschaltung, so eine B6-Schaltung betrachtet. Hier haben wir also dann den Stromfluss über D1 und D2 und das Einschalten von D2 muss natürlich verursachen, dass auch wieder durch D1 und damit in dem Leiter L1 hier ein Strom fließt. Ja, das heißt, dieser zweite Impuls wird verursacht durch das Einschalten der Diode D2. Und dann sieht man hier auch wieder diesen impulsförmigen Stromverlauf. Das heißt, wir sehen, dass hier ist auch wiederum nicht sinusförmig. Es treten hier Oberschwingungen des Stromes auf in den einzelnen Netzzuleitungen. Das reduziert den Leistungsfaktor und kann die Spannung für benachbarte Verbraucher verzerren.